Herzlichen Glückwunsch zum Scope Award im Bereich Private Debt. Die Muzinik ist Gewinner in diesem Jahr. Und Sie zählen zu einem der wenigen paneuropäischen Private Debt Player. Wie kommt es, dass die Konkurrenz nicht stärker und größer ist? Konkurrenz ist immer stark, gar keine Frage. Vielen Dank erstmal für Ihre Glückwünsche. Konkurrenz ist immer stark in unserem Geschäft, keine Frage. Aber in der Tat gibt es wenige Häuser, die wie wir in verschiedenen Ländern in Paneuropa tätig sind und über so ein breites Netzwerk verfügen, wie wir es über mehrere Jahre mittlerweile aufgebaut haben, um dann eben auch lokal in den jeweiligen Ländern extrem gut verdrahtet zu sein, um Deals zu sourcen und zu exekutieren. Insofern sind wir nicht allein unterwegs, gar keine Frage. Aber in der Tat, diese Breite und diese tiefe Netzwerk aufzubauen über längere Zeit, das ist nicht vielen gelungen bislang. Und insofern freuen wir uns heute auch über diesen Award entgegennehmen zu dürfen. Sie zeichnen sich oder Sie haben sich durch einen hochwertigen Kreditauswahlprozess ausgezeichnet. Was macht das, dieses Verfahren so besonders? Also eine gute Fundamentalanalyse ist für uns Kern in der Investitionsentscheidung. Und wir haben einen dreistufigen Investitionsentscheidungsprozess. Hier gehen wir sehr tief in die Themen rein, ja, sei es von der finanziellen Seite, aber auch von der kommerziellen Seite. Sprechen dort mit Industrieexperten, haben auch ein eigenes Netzwerk, das wir hierfür einbeziehen können. Und darüber hinaus ist es so, dass wir auch ein Team haben, was sehr langjährige Industrieerfahrung hat und dementsprechend auch weiß, was gute Investitionen sind, welche Themen es oder Problematiken es in gewissen Branchen geben kann oder auch welche Problematiken auftreten können. Und das hilft uns natürlich sehr dann in der tatsächlichen Investitionsentscheidung. Sie sind einer der ersten Anbieter, der auch Privatinvestoren Zugang verschafft. Warum haben Sie sich dazu entschieden? Ja, in der Tat. Da sind wir stolz drauf. Das war ein langes Projekt, an dem wir lange gearbeitet haben. Eigentlich der Erste zu sein, einer der allerersten zu sein in Europa, der quasi Privatinvestoren den Zugang ermöglicht hat. Bislang war das nicht möglich. Der Gesetzgeber hat hier und die Regulierungsbehörden haben hier, sag mal, Pflöcke eingeschlagen, die wir genutzt haben, neue Strukturen aufzusetzen, neue Strukturen zu nutzen, um neben dem institutionellen Investoren, die bislang ausschließlich sozusagen in diesen Bereich investieren konnten, eben auch Privatgelder zu mobilisieren. Das ist uns jetzt gelungen. Wir haben morgen unser finales Closing für unseren ersten Fonds. Die Resonanz ist extrem gut. Natürlich realisieren eben auch Retail- und Privatkunden, dass in dem Umfeld, in dem Niedrigzinsen von Dauer offensichtlich zu sein scheinen, Alternativen gefragt sind. Und insofern denken wir, dass das ein Prozess ist, der uns noch viele Jahre begleiten wird. Und da sind wir auch stolz darauf, dass wir da relativ früh eine sehr deutliche Produktinnovation am Markt haben platzieren können. Wunderbar. Und die Analysten von Scope haben das genauso gesehen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Muzinik.